Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es ist ein ganz besonderes Video. Es ist ein ganz besonderer Tag, an dem dieses Video online geht. Und ja, zu all dem möchte ich euch heute eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar möchte ich euch gerne unseren ältesten Sohn Felix vorstellen, euch die Frage beantworten, wo er überhaupt ist, da er nie in den Videos zu sehen ist. Und ich möchte euch sagen, warum dieser 21. Dezember, an dem dieses Video online geht, so ein besonderer Tag ist. Also fangen wir damit an, einmal Felix vorzustellen. Felix kam im April 2015 auf die Welt. Er war unser erstes Kind. Und ja, wer Kinder von euch hat, weiß ja, dass sich das Leben völlig auf den Kopf stellt, wenn man plötzlich nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt ist. Aber wir haben es genossen, da immer mehr dazu zu lernen. Wie geht man mit einem Kind um, wenn es schreit? Man freut sich unglaublich über die ersten Fortschritte, über das erste Lachen. Wir waren zusammen im Urlaub, als Felix 5,5 Monate alt war, sind wir nach Mallorca geflogen und haben da auch gelernt, dass so ein Urlaub als Familie ganz anders ist als ein Urlaub als Paar. All diese Dinge haben wir von Felix schon ganz früh gelernt. Ja, leider ging es dann mit der Grobmotorik nicht so richtig weiter bei Felix und relativ schnell haben wir uns Sorgen gemacht, die aber relativ schnell auch von den Kinderärzten relativiert wurden. Felix konnte schon früh sprechen, er konnte feinmotorisch gut arbeiten und uns wurde gesagt, kein Kind kann alles gleichzeitig machen. Aber er kam einfach nicht so richtig ans Krabbeln. Erst als er 13 Monate alt war, ist er dann irgendwann auch mal gekrabbelt. Dann kam er aber nicht so richtig ans freie Stehen und Laufen. Nur mit seinem Laufwagen ist er rumgelaufen, hatte da auch total Spaß dran und ist hier durch den Garten gelaufen. Oder ja, bei uns hier auf der Straße, wir wohnen in so einer Spielstraße, ist er rumgelaufen mit dem Laufwagen. Also eigentlich alles soweit gut. Aber wie gesagt, mit dieser Grobmotorik, das hat uns doch immer weiter beschäftigt, dass wir zu Osteopathen gegangen sind, zu Physiotherapeuten. Und ja, alle haben uns eigentlich so ein bisschen beschwichtigt, bis Felix dann irgendwann motorische Rückschritte gemacht hat. Das war ja so ein paar Monate vor seinem zweiten Geburtstag, da konnte er tatsächlich immer noch nicht frei laufen. Da sind wir dann nochmal zu Ärzten gegangen, die haben dann nochmal seine Reflexe gemessen und da zeigte sich schon, dass da irgendwas nicht stimmt, weil seine Reflexe nicht so waren, wie sie noch zuvor waren. Also sie sind irgendwie schlechter geworden, die Reflexe waren nicht mehr so richtig da. Ja, dann sind die Ärzte auch etwas besorgter geworden und wir sind in die Diagnostik tiefer wirklich mal eingestiegen. Und um das Ganze nicht zu lang zu machen, ja, möchte ich euch sagen, dass ein Monat nach Felix zweitem Geburtstag, nämlich dann im Mai 2017, uns eine Diagnose erreicht hat, ja, die uns quasi den Boden unter den Füßen weggerissen hat und eigentlich so die schlimmste Diagnose war, die man so als Eltern bekommen kann, nämlich dass Felix an einer sehr schlimmen Erbkrankheit leidet, von der wir bis dato nichts wussten. Und zwar nennt sich die Erbkrankheit ja, metachromatische Leukodystrophie oder kurz abgekürzt MLD. Ja, und diese drei Buchstaben, dieses MLD, hat wirklich, ja, schien unser Leben zu zerstören, weil es bedeutete, dass es eine Krankheit ist, die Felix' Nervensystem zerstört, die seine Nerven zerstört und er sämtliche Fähigkeiten, die er ja schon hatte, verlieren wird. Also nicht neue Fähigkeiten bekommt, sondern die Fähigkeiten, die er hatte, verlieren wird und dass er eben auch nicht lange leben wird. Kinder mit dieser Krankheit werden durchschnittlich 8 Jahre alt. Felix war, wie gesagt, gerade 2 Jahre alt, als uns ja diese Diagnose gestellt wurde und wir mussten erstmal lernen, damit zu leben, dass ja, dass wir jetzt irgendwie unser Leben anders anpacken müssen, dass wir einfach sagen müssen, wir machen aus jedem Tag das Beste, wie es irgendwie geht. Und ja, so haben wir dann gelebt und wir sind schnell an unsere Grenzen immer mal wieder gestoßen, wenn Felix eben diese Rückschritte gemacht hat, die die Ärzte diagnostiziert hatten, dass er sich dann ja immer schlechter bewegen konnte, irgendwann nicht mehr sitzen konnte. Ich bin so gerne mit ihm ja einkaufen gegangen, weil was macht man mit einem Kind, was nicht laufen kann? Ich habe ihn dann in den Einkaufswagen gesetzt und wir sind immer irgendwo einkaufen gegangen und er hat was geknabbert und ja, wir haben Fische geguckt im Obi oder irgendwie nachmittags so unser Programm gestaltet, aber irgendwann konnte er nicht mehr sitzen, er konnte irgendwann sich auch gar nicht mehr hochziehen und krabbeln, er konnte dann nur noch liegen.
Das alles war bei Felix mit großem Frust natürlich verbunden, weil er ja wusste, das konnte ich alles schon mal und jetzt kann ich es plötzlich nicht mehr. Für uns war es schrecklich, dazu verdammt zu sein, zuzuschauen, dass es keine Therapiemöglichkeiten gibt, da einfach diese Krankheit zu schnell voranschreitet, sodass wir ja, Felix doch über einige Jahre begleitet haben und gepflegt haben, immer das Beste aus jedem Tag gemacht haben. Und ja, irgendwann konnte er dann auch nicht mehr richtig kauen. Dann habe ich ihm aus seinen Nudeln oder Fischstäbchen oder Pizza oder was er auch immer gerne gegessen hat, Brei gemacht. Dann gab es dann eben Pizzabrei, Fischstäbchenbrei oder was ich da gemacht habe, also Milch, Wasser dazu gemixt und dann hat er den Brei gegessen. Aber auch das ging irgendwann nicht mehr, dass er irgendwann eine Magensonde bekommen musste. Und ja, dann halt über die Magensonde ernährt werden musste. Also es ging alles, was man sich vorstellen konnte, zurück. Aber wir haben halt aus jedem Tag das Beste gemacht. Das war, ja, das war unser Anliegen, auch für Felix, nicht hier die Trauerklöße zu spielen, sondern nach vorne zu blicken und ja, immer zu schauen, dass Felix fröhlich ist. Und da hat er es einem auch wirklich leicht gemacht, da er wirklich ein sehr, sehr fröhliches Kind war. Bis zum Schluss, kann ich heute sagen, hat er sehr viel gelacht. Besonders hat er sich immer gefreut über seine Peppa Wutz-Geschichten. Peppa Wutz hatte er kennengelernt, als er noch Zeichentrickfilme gucken konnte. Und hatte da anscheinend bis zum Schluss, als er dann auch nicht mehr sehen konnte, irgendwie die Bilder vor Augen, wenn wir ihm vorgelesen haben, er auf seinen Kreativtonis seine Geschichten gehört hat, die wir ihm eingelesen haben. Seine Lieblingsgeschichten hat er dann immer um sich gehabt, weil wir konnten ihm jetzt nicht 24 Stunden lang vorlesen. Und er war einfach trotz allem ein fröhliches Kind. Und das ist ja unglaublich bewundernswert, dass so ein Kind, von dem man denkt, dass es nicht viel vom Leben hat, doch immer so fröhlich sein konnte. Ja, nach vorne schauen war dann auch natürlich ein großer Teil unseres Lebens, da wir uns dann entschlossen haben, ja, wie soll es mit unserer Familie weitergehen? Und dann haben wir eben noch zwei weitere Kinder bekommen, die ihr ja auch in den Videos schon mal gesehen habt. Genau, den Frederik, der kam auf die Welt, als Felix 4 Jahre alt war. Und es war natürlich wahnsinnig anstrengend, sich um ein sehr krankes Kind und um ein sehr kleines Kind gleichzeitig zu kümmern. Aber wir haben es geschafft. Weil wenn man etwas schaffen möchte oder etwas schaffen muss, dann kann man das auch schaffen. Und ja, als die kleine Elena auf die Welt kam, jetzt dieses Jahr im Februar, da lebte Felix leider nicht mehr. Da dann doch irgendwann, ja, die Krankheit stärker war. Und ja, da kommen wir eigentlich auch schon zu diesem 21. Dezember, an dem dieses Video hochgeladen wird oder online geht. Ja, dieser Tag war für mich schon immer ein besonderer, da es mein Geburtstag ist. Und seit letztem Jahr ist es nochmal ein besonderer Tag, da ja, Felix an diesem Tag seinen letzten Atemzug genommen hat. Also er ist ja gut 6,5 Jahre alt geworden, hatte, glaube ich, für seine Verhältnisse ja ein schönes Leben und viel Freude mit seinem Bruder, viel Freude mit anderen Kindern. Er war immer in der Umgebung mit anderen Kindern. Er war bei Tageseltern. Er ist sogar im August noch in die Schule gekommen, in eine besondere Förderschule, wo er auch sehr fröhlich war, wo so viele liebe Menschen sich um ihn gekümmert haben. Sowieso haben wir durch Felix so viele liebe Menschen kennengelernt, sei es Ärzteteams, sei es ganz besondere Nachbarn, sei es ehrenamtliche Menschen, die ihre Freizeit damit verbringen, sich ja, um kranke Kinder zu kümmern, die dann zu uns gekommen sind und mit Felix spazieren gegangen sind oder ihm vorgelesen haben, wenn ich mich dann mal um Haushalt und Freddy kümmern musste. Die kleine Elena hat ihn ja leider nicht mehr kennengelernt. Das ist unglaublich traurig. Aber
Ja, das Leben läuft einfach manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht. Aber, und das ist jetzt am Schluss eigentlich auch das, was ich euch noch sagen möchte, es hilft einfach immer nach vorne zu schauen, das Beste aus jedem Tag zu machen, das Beste aus jeder Situation zu machen, egal in welcher Situation man ist. Es geht immer irgendwie nach vorne und nach dem, was wir erlebt haben, können wir, glaube ich, sagen, dass wir das für uns hinbekommen haben. Der Alltag funktioniert. Natürlich sind wir traurig. Es braucht ein Lied, ein Satz, ein Bild. Dann kommt die Trauer wieder hoch. Aber wir haben das geschafft, Felix zu begleiten, ihn ja als fröhliches Kind zu verabschieden und werden weitermachen. Und allen von euch, denen es vielleicht auch nicht gut geht, sage ich, das schafft ihr auch. Weitermachen, nach vorne schauen, das Beste aus jedem Tag machen und ja, zu schauen, das Leben ist schön, auch wenn es nicht jeden Tag so scheint. Ja, das war ja jetzt relativ kurz zusammengefasst Felix' Geschichte, unsere Geschichte. Jetzt wisst ihr, wo er ist. Er ist leider nicht mehr hier bei uns, aber natürlich in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Und ja, mit diesem besonderen Video möchte ich mich jetzt auch erstmal von euch verabschieden. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Irgendwann im Januar werde ich mich wieder bei euch melden. Ich möchte jetzt irgendwie kein fröhliches, motivierendes Putzvideo nachschieben. Das mache ich auf jeden Fall auch wieder. Das gehört halt zum Leben dazu, dass man auch seinen Alltag nochmal weiterführt. Und dazu gehört eben die Haushaltsführung auch. Aber jetzt, nach diesem Video und jetzt zu dieser besonderen Weihnachtszeit, möchte ich erstmal eine Pause machen. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute. Drückt eure Lieben vielleicht nochmal etwas stärker, als ihr sonst macht. Und ja, alles Gute. Wir sehen und hören uns im Januar wieder. Ganz liebe Grüße. Tschüss.